Mordfall Angelika Vöger. Hier die Website des Witwers, rechts das Hochzeitsbild und hier links das Bild ihrer Ermordung an ihrem Arbeitsplatz. Ein Mord, den die wahren Täter einem unschuldigen Lehrling in die Schuhe geschoben haben. Am Tag ihrer Ermordung trug sie eine schneeweiße Jacke, wie sie einst zu ihrem Hochzeitsoutfit gehörte. Das ist jetzt dieses Bild. Hier ist die schneeweiße Jacke blutrot. In dieser Käserei, wo das Opfer Buchhalterin war, fand der Mord statt. Der wahre Mörder warf das Messer, das Tatmesser hier in den Garten. Von hier darüber. Der wahre Mörder war mit der Polizei befreundet und man hat sich abgesprochen, den Lehrling zu beschuldigen. Deshalb wollte man das Tatmesser dem Lehrling zuschreiben. Also das ist jetzt die Rückseite, da wurde das Messer rausgeworfen und landete dort hinten bei Punkt C im Garten hier. So. Also deshalb wollte man das Tatmesser dem Lehrling zuschreiben. Als man es dazu aus dem Garten holen wollte, fand man es nicht. Deshalb nahm man das unbenutzte Messer des Lehrlings und sagte, das sei das Tatmesser. Dann erfuhr die Polizei vom Gerichtsmediziner, dass die Spuren an der Leiche auf ein Messer deuteten, das Zacken auf der Rückseite hatte. Weil das Messer des Lehrlings jedoch keine solche Zacken hatte auf der Rückseite, hat die Polizei einfach ein frei erfundenes, passendes Messer dazu gekauft. Nach ein paar Tagen fand dann ein Kind das echte blutige Tatmesser im Garten. Die Strohdumme Polizei nahm es auch noch mit einem Foto zu den Akten und verlor am Ende völlig die Übersicht. Heute beweisen drei verschiedene Messer in der Akte, die alle das gleiche Messer darstellen sollen, den Betrug. Ein Professor bestätigte meine Analyse, aber Medien und Behörden ignorieren, was jeder mit eigenen Augen sehen kann. So, jetzt noch ein paar Bilder dazu. Das sind die verschiedenen Messer. Kurz was zur Auffindesituation noch. Das ist mein Artikel hier dazu. Die Auffindesituation. Ich habe ja Bezug genommen auf die Website des Witwers. Der hat hier die Polizeiakte veröffentlicht. Und also noch viel mehr als das hier. Und da wird unter anderem, also da wird Blutspuren im Dings gezeigt, im Gebäude, wo die Frau ermordet wurde. Und dann gibt es aber auch ein Bild von dem angeblichen Fund. Das ist hier im Garten. Man hat dann nachträglich praktisch, als man das echte Messer nicht gefunden hat, hat man mitten in den Garten rein einen Fund arrangiert, als ob das Messer gewesen wäre hier. Das war das Messer, das man dem Lehrling abgenommen hat, nachdem er das war, also sein echtes Messer, aber ohne Blut. Und es wurden auch verboten, Fingerabdrücke zu nehmen. Also die kriminellen Polizisten, die haben auf den Fall eingewirkt, dass die normalen Spurensicherung keine Fingerabdrücke nehmen durften. Es wurden ein bestimmter Raum in dem Haus durfte nicht von der Spurensicherung überprüft werden. Dieser Fall ist haarsträubend betrügerisch abgelaufen von der Polizei. Und jetzt Achtung, man sieht jetzt, wie hier ein Messer praktisch fotografiert wird. Und was ich gemacht habe, ich habe dieses Messer hier rauskopiert und dann gedreht, gespiegelt und so weiter, damit man diesen Vergleich machen kann. Aber ich habe dann einen Professor, einen Mathematik- und Geometrieprofessor, dazu befragt, ob ich einen Fehler gemacht habe oder ob das, was ich gemacht habe, so ist, dass man diesen Vergleich machen kann. Und das hat er bestätigt. Er hat also, es kann niemand kommen und sagen, ja, die Perspektive von den Fotos. Nein, das habe ich durch einen Professor bestätigt bekommen, dass das, was ich hier gemacht habe, nicht so verfälscht, dass man es nicht vergleichen kann. Das Entscheidende, was ich gemacht habe, ich habe versucht, diese drei Nieten
ungefähr auf gleiche, nicht diese drei Nieten, sondern hier diese Linie 5, ungefähr in der Mitte, habe ich so ungefähr praktisch übereinander liegend und die letzte Niete. So, und was man dann sieht zum Beispiel, wenn das gleiche Messer wäre, dann kann es nicht sein, dass es hier diesen Versatz gibt. Dann kann es nicht sein. Das sind geometrische Gesetze. Und weil, wenn es praktisch das gleiche Messer wäre und ich ziehe es praktisch auf ich skaliere es so, dass es praktisch alles so auf einer Linie liegt, dann müsste auch dieser Punkt auf einer Linie li liegen. Und dann ist es auch nicht zu erklären, dass es praktisch, das Thema Farbe lassen wir mal weg, das Thema Farbe kommt noch dazu, aber da kann jemand sagen, ja, das ist halt, das sieht man halt nicht so genau und das hat sich ein bisschen verfärbt. Also wie gesagt, das Thema Farbe kommt für jeden klar denkenden Menschen dazu. Es ist nur so, da könnten die ja sagen, ha ja, das hat sich verfärbt oder so, aber das hat sich nicht verfärbt. Also jeder, der auch, für den die Farbe auch sagt, das kann ja nicht sein, das ist, der ist eine andere Farbe, der hat recht. Aber ich bin auf das Thema Farbe nicht mal eingegangen. Das kommt noch obendrauf dazu. Also, aber man sieht einfach hier zum Beispiel, hier ist es, das ist circa einen halben Zentimeter länger nur, da Hanna, praktisch da. Aber hier fehlen ja 2 Zentimeter oder so. Das sieht man, also die Länge von dem Ding stimmt ja schon gar nicht. Dieses Messer, also wenn man jetzt das, wenn man den Hohlraum praktisch, wenn man den Schutz, die Messerscheide ganz runterzieht, dann ist es ja auf der Linie, und dann kann es, dann wandert ja das Ganze darüber, und dann ist ja hier, dann sieht man, das Messer ist ungefähr 2 Zentimeter länger wie die anderen Messer. Also, jetzt sage ich praktisch nochmal, das unterste ist das tatsächliche echte Messer des Lehrlings. Ohne Blutspuren gewesen, ohne irgendwas mit der Tat zu tun zu haben. Es war einfach sein Messer. Das hat man, und das Messer 2 hier, das ist die wahre Tatwaffe. Das ist die wahre Tatwaffe, die aber zeitweise verschwunden war. Und das hier jetzt, dieses Messer 3, das ist ein Vergleichsmesser sozusagen. Das hat was heißt Vergleichsmesser? Das hat die Polizei, das Messer in der Mitte, das ist zweimal Fotos der wahren Tatwaffe. Das hat man nicht mehr gefunden im Garten. Dann hat man gesagt, was machen wir? Dann haben sie erst versucht, das Messer hier vom Lehrling zu nehmen und als Tatwaffe auszugeben. Als das nicht funktioniert hat, weil ja der Gerichtsmediziner gesagt hat, da sieht man diese Zacken hier, diese Zacken auf der Rückseite. Das wahre Tatmesser hat diese Zacken auf der Rückseite. Und das hat der Gerichtsmediziner gesehen und hat gesagt, also das Tatmesser muss diese Zacken haben. Und weil das Messer diese Zacken nicht hatte, das jetzt hier nur in der Scheide dargestellt wird. Deshalb ist die Polizei hergegangen und hat das Messer frei erfunden, im Handel gekauft, frei erfunden. Und dann praktisch zuletzt hat dann in dem Garten ein Mädchen, ein Kind die wahre Tatwaffe auch noch gefunden. Und dann hat die Polizei alle Messer zusammen in die Akte gewurschtelt. Natürlich nie so schön dargestellt. Das habe ich gemacht. Jetzt schauen wir uns das an. Man kann das jetzt, vielleicht sieht man ein bisschen. Das sind verschiedene Seiten der Akte. Einmal verschiedene Ordner. Das hat kein Mensch so gegenübergestellt. Das ist das Messer 1. Da ist. Das ist das Messer 2. Und hier hat man Folgendes gemacht. Man hat das eine Messer von der einen Seite fotografiert
und hier von der anderen. Man hat hier also wirklich die Leute total verarscht. Total verarscht. Und diesen Fall ist der berühmteste Strafverteidiger Deutschlands, der Rolf Bossi damals. Der Lehrling war mittellos, aber der hat nett ausgesehen, hat sich eine reiche Deutsche in ihn verliebt, hat ihm die teuersten Anwälte finanziert und der beste Anwalt, weit und breit der Strafverteidiger, hat nicht erkannt, was ich später hier erkannt habe. Das ist nämlich ein Sachbeweis. Das ist ein Sachbeweis. Und der Anwalt hat Folgendes gemacht. Er hat mit der gleiche, also er hat auch, der Lehrling hat zwei Schwestern, die das Messer auch gekannt haben. Mit dem haben sie Brotzeit gemacht und haben sie gesagt, manchmal. Und die haben es dann gespült, die Frau. Die haben das Messer gekannt und haben gewusst, das hat keine Zacken auf der Rückseite, das Messer da unten. Und das haben die nur ausgesagt. Aber das Gericht hat einfach die Aussagen abgetan und dann musste dieser unschuldige Lehrling ins Gefängnis, in die Forensik, zu der Verrückte auch noch. Und es war ein klarer Justizbetrug, der falsch ist, bis heute nicht aufgeklärt. Ich kann ihn aufklären. Ich weiß noch mehr über den Fall, als ich hier sage jetzt, weil die Justiz kriminell betrügt. Man kann denen gar nicht alles sagen. Die würden alles praktisch manipulieren und vertuschen. So, und jetzt ist es so. Das ist jetzt praktisch, das soll so eine kurze Vorschau für diesen Fall Vöger sein. Dieser Fall Vöger ist sensationell und schaut euch an mit euren eigenen Augen. Das sind 10 verschiedene Unterschiede, wo es zeigen, dass es nicht das gleiche Messer ist, zuzüglich dem Thema Farbe. Also, das eine ist zum Beispiel, also wenn man da anfängt, hier, wenn man eine Linie durchmacht, durch diese Nieten und senkrecht dazu durch die letzte Niete so eine Linie, dann sieht man ganz klar, wenn man das hier macht, dann ist bei dem Messer, da ist praktisch die Form anders geschliffen. Man sieht, dass da hier viel mehr Material noch ist, wie bei dem anderen Messer. Und auch das Messer ist unterschiedlich. Das hat am meisten praktisch hier von dieser Form noch Material. Das hat am wenigsten, das Messer 2 und das Messer 3 hat so dazwischen. So, dann gibt es hier eine kleine Marke. Gut, dieses Argument 2 ist nicht so überzeugend. Da sieht man halt eine kleine Marke, die hier fehlt. Aber das ist nicht eindeutig, aber die anderen Sachen sind wieder eindeutig. Wenn man hier die Linie durchzieht, durch die Nieten und dann eine Linie von hier zieht zu dieser Einbuchtung hier, dann sieht man, dass dann hier es völlig unterschiedliche Maße gibt. Das ist das Argument 3. Das Argument 4 ist, dass die erste Niete eine ganz andere Position ist. Und wie gesagt, das ist aussagekräftig. Das ist nicht, dass man sagt, ja, das ist durch die Geometrie. Nein, das ist berücksichtigt. Mit dem Geometrieprofessor bestätigt, dass die Aussage, die ich hier mache, alles berücksichtigen. Da kann niemand kommen. Da sind mir lange Zeit Leute gekommen. Ich zeige ihnen was und dann kapieren sie es nicht. Dann sagen sie, ach ja, das ist vielleicht wegen dem Winkel von der Aufnahme. Nein, das ist alles praktisch berücksichtigt. Das sind echte Unterschiede. So, Punkt 5, was war das? Ja, gut, der Punkt 5 ist, das ist jetzt gut, der Punkt 5, das ist jetzt nichts so Eindeutiges, aber da ist praktisch, wenn man guckt, dieser Abstand, da einer in der Mitte an dem Metall, der ist schon stark unterschiedlich praktisch. Aber gut, das ist nicht das Entscheidende. 6, Punkt 6 ist auch,
Es ist unterschiedlich geschliffen hier, das ist schon klar, aber das ist jetzt auch nicht, nicht ganz eindeutig, ja. Aber 7 ist wieder, klar zu sehen, wobei man berücksichtigen muss, dass hier was gespiegelt wurde. Trotzdem ist es so, dass auch dort, wo man was auf der Rück wo man was von der Rückseite sieht, nur müsste man hier eine kleine Vertiefung sehen. Und Punkt 8 ist wieder ganz klar. Hier diese Kerbe, die hier sind, müssten auch hier in der Linie sein. Dass sie hier versetzt sind, zeigt ganz klar, dass es nicht das gleiche Messer ist. Und dann eben unterschiedliche Messerscheide und die unterschiedliche Messerlänge. Also das sind mehrere Punkte, wo es ganz, ganz klar ist. Also einer Punkt ist die Niete hier, wo wirklich 100% sicher ist, dass es praktisch nicht die gleichen Messer sind. Und die Kerben hier und auch bei den Linien ist es klar, die 3 und die 1. Nur die 2, die 5 und 6 und 7, die sind etwas, da kann man, auf das allein kann man es nicht aufbauen. Man sieht Unterschiede, aber das sind jetzt nicht die Oberhammer-Sensationen, aber das andere sehr wohl. So. Und das ist jetzt eine 73-seitige PDF, die ich erstellt habe. Und ich habe das alles an die Behörden, das ist praktisch an den österreichischen Justizminister, Öffentlichkeit, Staatsanwaltschaft Innsbruck und so weiter, Strafanzeigen und Wiederaufnahme, alles habe ich hier ausgeführt. Die Reaktion habe ich dokumentiert, die Kommunikation 2017 mit der Behörde. Alles vertuscht worden, die Medien haben es vertuscht, Behörden, Medien, alle. Also das ist der Fall Vöger nochmal praktisch in Kürze dargestellt. Da könnte man jetzt vieles, ich habe ja auch noch schon mal ein anderes Video gemacht, da kann man vieles noch dazu sagen. Die Ausführungen hier, könnte man vorstellen, die Dokumente, Videos vom Witwer, der Petermann hat lauter Scheiße gebaut in dem Fall. Und auch die Angehörigen machen lauter Scheiße. Das Gute ist, die haben die Akte so öffentlich gemacht und damit konnte ich das so überprüfen und die Fehler nachweisen. Aber sie selber machen einen Haufen Fehler. Aber okay, das ist jetzt vorrangig geht es darum, den Mörder die Tat nachzuweisen. Und hier, ich habe echte Beweise für diesen Messertausch. Die Polizei hat kriminell betrogen und ich habe unheimlich viel rausgearbeitet in dieser PDF hier beweisen und zeigen können. Viele weitere Fehler, die man wirklich logisch beweisen kann. Das sind keine Vermutungen und keine Thesen, sondern da lassen sich viele Sachen wirklich sensationell beweisen. Und die Medien gehen nicht darauf ein. Da ist diese Expertise von diesem Professor, Doktor, Ingenieur. Ich habe es jetzt nicht ausgeschrieben. Damals, das ist der Professor, Doktor, Ingenieur Ulrich Briem von der Universität Regensburg. Und der mich hier praktisch geometrisch bestätigt. Und ja, das ist eine von vielen Sensationen, wo bisher einfach die Idioten regieren. Das ist ein Fall, der ist
da sieht man das Opfer, das ist der Stich in der Rücke, dann gibt es noch einen Stich in die Brust und noch ein weiteres, da ist der, das ist der tödliche Stich, der also knapp am Herz wichtige Vene noch getroffen hat und dann daran ist sie letztlich verstorben. Und ja, also wirklich, das ist jetzt mit Wasser, das sind werden die Blut, also wie der knien musste, damit so ähnliche Spuren entstehen an seiner Hose und so weiter. Ja, also, das ist eine Weltsensation. Da haben 30 Jahre lang, haben hier wirklich Volltrottel, Verbrecher und Idioten rumgemacht. Und ich kann denen Sachen nachweisen, wo die Professoren und was weiß ich alles die ganze Zeit, die einen sind nicht draufgekommen, die es finden wollten, und die anderen waren Verbrecher, die es bewusst versteckt haben. Okay, und da gibt es von mir diesen Artikel, und dieser Artikel praktisch, der war schon, also hier habe ich jetzt einen Screenshot, der war in der Vergangenheit immer so am, also meist sogar noch weiter vorne. Nicht ganz vorne, den Witwer konnte ich nie an Position 1 verdrängen, aber er war an Position 2, manchmal 2 und 3. Auch hier findet man ihn noch. Heute ist er nicht mal mehr auf Seite 1, obwohl der Fall durch mich praktisch gelöst wird und die anderen sind zu dumm, zu erkennen, dass ich recht habe. Und dann sind sie beleidigt, wenn ich sie kritisiere. Und ja, das ist haarsträubend, haarsträubend. Okay, soweit diese kurze Einführung. Wie gesagt, hier ist noch ein längeres Video. Mordfall Angelika Vöger. Um das geht's. Wie gesagt, da ist ein erster, da ist schon mal ein Video. Und es geht um den Mordfall Angelika Vöger. Und das ist jetzt praktisch so, kann man googeln. Und ja, und das ist auch ein Skandal praktisch. Das ist ein Skandal, dass meine Messerbilder praktisch, denn früher waren von mir hier Sachen auch gebracht. Aber ich sage mal, das Wichtigste, die Sensation von dem Ganzen sind meine Messerbilder. Wo sind sie denn? Und solche Sachen, also an viele Stellen werde ich von Google wirklich, also ich bin schon Google gut gelistet gewesen zeitweise, aber mittlerweile ist es einfach nur noch Betrug. Das ist das wichtigste Bild oder eines der wichtigsten Bilder in dem ganzen Fall. Ja, fast das wichtigste praktisch. Weil die anderen Bilder, wenn, da kommt es jetzt nicht auf etwas Bestimmtes. Ja gut, die Bilder aus der Akte natürlich, die liegen ja dem Ganzen zugrunde. Aber hier ist praktisch der Beweis für den Polizeibetrug. Die Polizei hat dieses Messer. Das hat nichts mit dem Fall zu tun. Entweder hat ein Beamter sein eigenes Messer dazugegeben oder die haben es gekauft. Im Laden muss man sich mal vorstellen. Das ist, in der Mitte ist zweimal Messer 2, das ist das wahre Tatmesser, das hat der Täter zum Garten zum Fenster rausgeworfen, und weil sie es dann wollten sie es holen und sagen, das ist das Messer des Lehrlings, haben sie es nicht gefunden, haben sie am Lehrling sein Messer abgenommen und haben gesagt, das ist das Tatmesser, obwohl ja die keine Blutspuren dran hat, das haben sie einfach beiseite gelassen. Und dann findet am Ende, nee, halt mal. Ja, das ist das wahre Tatmesser, genau. Oh, ja, genau. Und dann haben sie das Messer vom Lehrling genommen. Und als das dann geheißen hat, das muss aber Kerben haben, solche Kerben, wie man sie hier sieht, da sieht man ja solche Kerben. Das konnte der Gerichtsmediziner nachweisen, diese Kerben. Und als das die Polizei erfahren hat, und dann konnten sie das Messer vom Lehrling nicht mehr verwenden, und das echte Tatmesser haben sie noch nicht gefunden gehabt, dann haben sie frei erfunden, frei im Laden gekauft. Das muss man sich vorstellen. Dieses Ausmaß an Kriminalität. Es geht ein Polizist hin,
kauft sich heimlich in seiner Freizeit ein Messer, um damit einen Mord zu vertuschen. Und das ist gemacht worden. Entweder das eigene Messer genommen oder eins gekauft. Und dann am Ende findet ein Kind das wahre Messer noch dort zufällig. Das wird auch noch wird abgegeben und wird auch noch in den Fall aufgenommen. Und strohdumme Polizisten wursteln alles zusammen und denken, wir als Volk sind blöd und präsentiert uns drei verschiedene Messer und sagen, das ist alles ein und dasselbe Tatmesser. Und nur weil es erst nach, weil es niemand wie ich so gegenübergestellt hat, weil niemand den Verdacht hatte, dass man das sehen kann, dass das unterschiedliche Messer sind. Deshalb ist es praktisch von 1990 ungefähr war das bis 2017, wo ich es erkannt habe, fast 30 Jahre verborgen geblieben praktisch. Und dann, als ich es beweisen konnte, erst, also der Witwer hat praktisch, die konnten mir nicht geistig folgen und haben auch so Ausrede gebracht, das könnt ihr ja durch die unterschiedliche Aufnahmewinkel und so, aber das hat später der Professor alles widerlegt, ja. Ja, okay, solche Sensationen habe ich am laufenden Band, aber das jetzt mal als Einstieg in den Fall Angelika Vöger. Da hat es noch viel, viel, viel mehr Sensationen. Ich sage, lest euch die 73 PDF, 73-seitige PDF, die man auf meiner Website dazu findet, lest euch durch. Da kommt ihr aus dem Staunen nicht mehr heraus.